other day. Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video, und heute möchte ich so ein bisschen über das neue Call of Duty Black Ops 3 reden, denn gestern am Sonntag war ja große Weltpremiere von Black Ops 3, ja, es gab einen neuen Trailer, woo! Und ich habe mich schon sehr auf diesen Trailer gefreut, wirklich sehr, sehr doll, und ich habe mir vorneweg schon gedacht, bitte lieber Gott, lass es nicht Schrott Warfare 2 sein, bitte, 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 also dass das Spiel so wird wie Schrott Warfare, und ja... Ich habe mir eigentlich so gewünscht, könnte das nicht so werden wie Call of Duty Ghosts, denn Ghosts, muss ich wirklich sagen, ist für mich das beste COD aller Zeiten, ohne Spaß. Und ich habe mir gedacht, oder so, könnte es nicht werden wie MW3 oder Black Ops 2? Nein, es wird wie Schrott Warfare 2. Und da habe ich mir so gedacht, warum heißt es Black Ops 3, wenn es so scheiße ist wie Schrott Warfare? Ich meine, gut. Ob es scheiße ist, das wissen wir nicht. Das wissen wir wirklich. Das weiß ich auch nicht, ob das Spiel schlecht wird oder ob es super geil wird. Das wissen wir noch nicht. Aber der erste Eindruck zählt ja immer ganz schön viel. Und der ist bei mir jetzt gerade so ein bisschen... Müssen wir schauen, was passiert. Auf jeden Fall, ich bin weiterhin gespannt. Das war es auch erstmal. Das war erstmal so ein bisschen, was ich zu Black Ops 3 sagen wollte. Gucken, was noch kommt. Ne? Auf jeden Fall gibt es eine Beta. Es wird eine Beta geben für Vorbesteller. Ja, das weiß ich auch noch. Von daher, soweit erstmal, das war's Video. Ich sage Servus und Tschüss, bis dann, euer Schnacker.